Fantastic. Hallo, meine Freunde, und willkommen bei einer weiteren Runde Clash Royale. Und ich habe mal, oder beziehungsweise die Hater haben mal wieder einen Grund gefunden zu meckern. Und zwar, du benutzt den Funke ja nie, mach ihn doch aus deinem Deck raus. Nein, wir machen das anders. Ich werde ihn jetzt mal benutzen. Und damit das auch funktioniert, weil der wird ja meistens, sagen wir mal, gekontert mit Lakaien und so einem Dünnschiss, nehmen wir mal die Pfeile rein, die wir jetzt leider nicht verbessern können. Wir können aber auch kein Gold mehr kaufen. Wir nehmen mal die Pfeile rein für den Königsriesen und probieren das aus. Sorry. Ob wir damit vielleicht sogar was reißen können. Wir wissen es nicht. Wir können es mal austesten. So. Wir nehmen erstmal alles mit. Oh, wir haben ausnahmsweise mal keine Eisgeister gekriegt. Oh, und ich habe keine Karte gestartet. Keine Truhe. Egal, wir gucken mal. So. Da er sich beschwert wurde, wir nehmen immer nicht den, oder wir nehmen nie den Funky. Werden wir das jetzt gleich mal ausprobieren. Aber natürlich müssen wir erst wieder ihn überhaupt bekommen. Dafür fangen wir jetzt erstmal mit der Prinzessin an. Und daher kommt der Funky dann auch gleich schon. Wir können jetzt mal schauen. Wir brauchen ja insgesamt 9 dafür. Ah, kommt von ihm auch einer. Das ist ganz lustig. Dann können wir das sofort mal testen. So. Und dafür müssen wir jetzt erstmal so machen. Zack. Und dann ist seiner nämlich schon mal kaputt. Das war doch ganz lustig. 1000 hat er noch. Und hier können wir da von vorne starten, hier mit dem Aufbauen. Jetzt haben wir nicht so wirklich was. Oder warte mal, wir könnten lieber Bahn versuchen, mittig hinzusetzen, um zu provozieren, dass die sich aufteilen. Wir testen das mal aus, ob die das auch machen. Ja, die setzen sich ja immer. Naja, schade. Hätten einen Tick weiter nach rechts gemusst, obwohl es eigentlich relativ mittig war sogar. Haben sie sich nicht... Oh, jetzt kommt der Riese. Das ist nicht so schön. Aber wir gucken mal. Und da kommt auch schon der nächste Funky von ihm. Da hauen wir jetzt mal den Feuerball drauf. Dann dürfte der zumindest gleich schon mal halbwegs kaputt sein. Wenn die Barbaren... Ja, jetzt wird es natürlich lustig. Aber vielleicht... Vielleicht schafft die Prinzessin da ja was. Na, wir müssen den Ritter mal setzen. Lakaienhorde und... Ach, Lakaienhorde, Feuergeister, meine ich natürlich. Und so, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie noch aufgehalten kriegen. Aber noch sieht es ganz gut aus. Die paar Barbaren, die werden uns jetzt auch nichts mehr tun. Und dann hat er noch 314 auf seinem Türmchen da oben. Und damit sind wir schon mal ganz gut dabei. Und jetzt wollen wir mal schauen, da kommen die Kobolde. Die lassen wir jetzt einfach mal, lassen wir sie laufen. Ja, komm, einer kann auch nicht so viel anrichten. Wir gehen jetzt aber mal auf die rechte Seite sofort. Komm. Und gucken mal, was passiert. Seinen Funke haben wir bisher ja ganz gut in den Griff bekommen. Da kommt der nächste von ihm. So, wir setzen aber dann direkt wieder den Feuerball. Den davor. Und jetzt wird's interessant. Ist der Riese schon mal down? Hier machen wir mal die Kollegen. So, jetzt. So, zack. Und Barbaren. Dann ist sein Funke wieder kaputt. Ich denke, der dürfte jetzt nicht durchkommen. Ah, jetzt aber da. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt hat er da einen hingesetzt. Ich weiß nicht, ob er den gespiegelt hat. Aber Feuergeister nochmal hin zur Ablenkung. Und down, jawohl. Er kommt nicht durch. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben so ein bisschen Schwein momentan. Dass wir den da ziemlich gut auseinandernehmen können. Wir nehmen den nochmal zur Verteidigung. Zack. Zack. Wieder Ruhe im Schacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da oben den Turm kaputt kriegen. Das können wir mit der Prinzessin mal machen. Das könnte doch die Prinzessin jetzt mal erledigen. Ein Schuss noch. Und... Hoppala. Guck mal da. Haben wir da eventuell eine Möglichkeit gefunden, den Funky mal zu benutzen, damit sie nicht alle beschweren, dass wir den nicht nutzen? Na, wer weiß. Können das mal testen? Ich muss mal ein Stück. Ne, hier muss ich rüber, ne? Ich sitze immer so halb hier. Mein Arm ist immer schon... Ne, der Arm ist das. Der ist immer so abgeschnitten. Komm, wenn ich Schatten mache auf dem Dings, dann sieht man den. Na, egal. 36 Trophäen plus sogar. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, so. Vielleicht sogar ohne Königsriese gar nicht mal so verkehrt. Plus, wenn wir die Pfeile noch upgraden. Wie teuer ist denn das scheiß Gold eigentlich? Kann ich nicht für... 1000 für 60, ich brauche 8000, ja. Das hat sich dann wohl erledigt, die Idee. Das mal ganz fix upzugraden. Aber das ist dann eine Sache, die könnte man sich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und wir haben es gerade ganz gut hingekriegt, seinen Funky zu kontern. Das war erstaunlich praktisch. Jetzt muss das doch mal gehen, dass diese scheiß Barbaren sich mittig setzen. So. Ja. Ah, es war ein bisschen früh vielleicht, aber egal. Wir lassen das jetzt mal vorlaufen. Und jetzt kommt ein Drache. Ich kotze. Ich kann auch gegen die Luftviecher nichts machen.
Scheiße. Scheißen Dreck. Müssen wir warten, bis der hier ist. Ja komm, müssen wir mal so. Dass der auf den Ritter geht, ablenken. Zack, zack, zack. Und ihm die Feuergeister reinhauen. Das funktioniert ganz gut. Und jetzt können wir schon wieder starten mit Amigo de Funky. So, komm, komm. Setz dich hin. So, da ist er. Wir geben ihm sofort mal. Ne. Wir hauen erstmal. Müssen da die Prinzessin so ein bisschen setzen, dass sie am besten da nach links schießt, aber nach rechts läuft. Ich weiß überhaupt nicht, ob das geht. Der ist schon mal down. Jetzt müssen wir hier. Falls da was kommt. Schieß. Ah, okay, da kamen die Feuergeister. Das war okay. Aber noch scheint er nichts zu machen. Jetzt kommt. Jawohl, ein Schuss hat er durchgezogen. Er macht immer, der zieht die Türme immer auf 1, 2, 3, 4 runter. Das ist auch relativ interessant. Beziehungsweise eigentlich nicht interessant, aber ganz lustiger Zufall, dass er die so auf 1, 2, 3, 4 runterballert. Und wir machen sofort so eine kleine Offensive mal hinterher und gucken, ob wir den Turm sofort kaputt kriegen. Das sieht ganz gut aus. Zack, fertig ist der Laden. Ey, was braucht den scheiß Königsriesen schon? Wer braucht den scheiß Königsriesen? Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Schon quasi dabei. So, und jetzt haben wir es schon so quasi, dass wir direkt weiter über rechts gehen können. Da wir gar nicht großartig mehr gucken müssen. Jetzt kommt von links noch was. Noch ein bisschen was, aber das können wir jetzt ja ganz in Ruhe verteidigen. Oder? Ah, ne, die Kanone wird das jetzt... Oh, ne, die Bombe hat es auch noch überlebt. Die Bombe hat es überlebt. So, hier brauchen wir jetzt Feuergeister. Noch auf der Seite. Genau, da sind sie schon. Zack, ein Schuss. Komm, Barbaren, macht ihn platt. 3-0, bitte. 3-1. Okay, er hat auch noch einen geholt. 3-1. Leute, was soll ich sagen? Königsriese ist weg. Ich benutze den Funky. Da kann auch nicht mehr gemeckert werden. Ich habe den Funky benutzt. Mach den weg, der ist nicht in deinem Deck, der ist in deinem Deck und du benutzt ihn nie. Aber wir haben ihn benutzt und es läuft. Und es läuft und läuft und es hört gar nicht mehr auf. Und ihr wart live dabei. Übrigens, ich glaube zumindest, ach, was mache ich denn, da muss ich doch hin. 2780 ist ein neuer Rekord, jawohl. Guck mal da. Vielleicht können wir ja noch einen draufsetzen. Jetzt ein Spiel schaffen wir auf jeden Fall noch. Aber wahrscheinlich, es ist immer so gewesen, eigentlich, sobald ich den neuen Rekord erreicht habe, habe ich immer verloren. Das heißt, zu 99% dürfte das Spiel jetzt verloren gehen, aber wollen wir natürlich noch nicht den Teufel an die Wand malen. Wir probieren es einfach mal. Barbaren aufteilen bitte. Jawohl, zwei rechts, zwei links. So wollte ich es haben. Und dann warten wir mal ab, was denn so kommt. Jetzt kann ich eigentlich, jetzt habe ich von den Sachen, die ich da setze, ja, kann ich den Feuerball nehmen. Vielleicht die Prinzessin. Oh, da kommt ein Golem. Jetzt wird's interessant. Da können wir sofort mal testen, ob wir den Funky auch zur Verteidigung einsetzen können. Der scheiß Bomber, der ist natürlich ein bisschen nervig. Da hoffen wir mal, dass der jetzt... Ja, nein, jetzt geht die scheiß Funkys auch noch auf den... die Feuergeister auch noch auf den Dinges. Aber egal, so. Ja, ihr seht es. Ich glaube, wenn man seinen Rekord erreicht, dann ist auch so ein bisschen der Punkt erreicht, wo man... andere Gegner bekommt oder so, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur Gefühl. Es fühlt sich einfach nur so an, als wäre es so. Es ist wahrscheinlich Blödsinn, aber irgendwie scheint da was dran zu sein. Genau, ich habe jetzt auch erfahren, dass da wirklich was dran ist, dass du die neuen Karten dann am häufigsten bekommst, sozusagen. Also quasi in unserem Fall dann die Feuergeister damals, oder die Eisgeister. Weil es war, wirkte mir echt ja so, als ob wir die, als ob wir damit zugeschissen werden. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Und es war wohl auch so, dass dann Supercell versucht, das erstmal auszugleichen. Ja. Jetzt wird es interessant. Gegen den Golem müssen wir natürlich mal schauen, was wir da reißen können. Eigentlich ist der Funky dafür schon mal nicht schlecht. Der dürfte zwei, drei Schüsse, dann hat er den schon mal. Wir müssen aber den scheiß Eismagier ausschalten. Das machen wir am besten mal so. Aber der kann natürlich auch jedes Mal den Funky zappen. Ah, fuck. Ja, die Feuergeister sind... ja doch, die sind immer so ein bisschen... blöde. Alter, ich habe doch gerade schon gesetzt. Ja, toll, der kam zu spät. Da war jetzt wieder so ein kleiner Bug irgendwie. Pfeile, jetzt komm, jetzt kann ich sie nicht mehr ändern. Ja, meine Vermutung war schon nicht verkehrt. Du kriegst wieder dann jemanden, der dir nochmal zeigt, wo der Hase langläuft, wenn du deinen Pokalrekord erreicht hast. Dann ist schon wieder Feierabend. Ja, ich krieg irgendwie den... So gut wie die Funkys eben aufgehalten haben, so schlecht läuft es gerade mit dem Golem.
Und dem scheiß Eismagier. Ich kann einfach auch gegen den Eismagier nicht viel ausrichten. Ich muss jetzt einfach sofort kaputt hauen, den Arschloch. Den Arschloch. Der Arschloch Eisgeister. Eismagier, so. Jetzt hat der Golem schon mal einen kassiert. Einer geht noch, komm. Immer noch nicht, ey. Der braucht drei Schüsse. Das ist natürlich schon hart. Dann sind sie dann aber down. Das ist ganz gut. So, jetzt haben wir 17 Sekunden noch. Könnte zumindest noch zum Ausgleich reichen, wenn es denn funktioniert. Ah, gesäppt. Komm, Junge. Ein Schuss. Ein Schuss. Einer bitte jetzt auf den Turm. Nicht auf die scheiß Bomber. Mann, warum immer auf die scheiß Bomber? Meine Fresse. Diese Kackviecher. Ja, komm hier. Geschenkt. Ein Schuss muss der Kackfunky machen. Naja. Egal. Minus 30. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen Pause machen. Weil ansonsten kommen jetzt nur noch Leute mit Golems. Ich schwöre euch, wenn ich jetzt nochmal spiele, kommt jemand mit drei Musketieren und Golems. Ich schwöre es euch. Es wird so kommen. Und mit Eismagier natürlich. Ich schwöre es euch, es wird so kommen. Aber wir machen erstmal Feierabend jetzt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.